Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei Dawn of Man in unserer kleinen Siedlung in Naumburg. Ich drehe gleich mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher. Wir haben Winter und es regnet, die Temperaturen, sie fallen, wir haben minus 1 Grad. Es könnte gleich in Schnee übergehen. Die Fischbestände erholen sich langsam. Hier hinten sind sie halt unten. Aber wir fischen ja zurzeit nicht. Wir brauchen auch erstmal nicht fischen, denn wir haben genug auf Reserve. Das heißt, ich entferne das mal. Und wir schauen weiter, ob wir schon wieder was forschen können. 2 Punkte haben wir, 5 brauchen wir für das Kompositwerkzeug. Dann können wir Steine schleifen. Wir haben dann Feuersteinspeer, eine Feuersteinaxt und natürlich eine Feuersteinhacke. Und dann denke ich mal, können wir Steine knüppeln und vielleicht sogar Bäume fällen. So, was ist los mit euch? Ihr braucht Wasser. Was möchtest du? Er geht auch trinken. Oder was ist denn sie? Nee, er. Der urzeitliche Rob. Der Vorrob. Ja, hier können wir jetzt nichts abernten. Das passt soweit. Hier können wir noch abernten. Hier ernten wir ab. Was fehlt hier noch? Hier fehlen noch 2 Mal Knochen, und die müssten ja kommen. Denn einmal Fleisch haben wir hier noch von unserem Esel. So. Ah, er hat jetzt schon den Knochenspeer. Die wechseln also ihre Ausrüstung dann aus, wenn sie bessere haben. Und hier ist wieder der Feuerstein erschöpft. Dann haben wir hier nochmal Feuersteine. Denn wir brauchen immer Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Wir brauchen immer genug auf Lager. Hier können wir Holzscheide, okay. Haben sie alles weggeräumt, das ist sehr schön. Aber Nahrung haben wir echt genug, also brauchen wir erstmal keiner. Das verfällt uns ja alles. Wer soll das denn alles essen? Das schafft ja kein Mensch zu essen. Aber es hält sich echt lang, das Getrocknete. So, was bringst du jetzt da rein? Nichts, du isst nur. Sie essen auch jetzt drin, ne? Weil draußen ist es kühl. Minus 2 Grad geht aber noch. Ah, er räumt mal hier das Nahrungstrockner leer. Den Drying Rack auf Englisch, ne? Sehr schön. Gut gemacht. Braver Junge, braver Junge. Der Balzo, so kennt man ihn. Habe ich denn keine Knochen? Ich habe keine Knochen. Aber hier war doch vorhin 2 Knochen, stand doch da. Das heißt, ich muss das, naja, der Ochse, nicht junge Ochse, nee, der junge Ochse nicht, das wäre ein bisschen. Das wäre zu brutal. Was machst du jetzt Schönes? Der ist jetzt am Feuer, ne? Oder? Der kocht. Was kocht der denn? Hier kann man doch nur Brot backen. Oder gab es aber einen ordentlichen Nahrungsschub? Mitkommen. Mitkommen. Er hat nur noch Harpune. Ne, nicht mitkommen. So, ihr beiden. Ihr werdet jetzt mal diesen Auerochsen töten. Haben wir noch jemanden, der mitmachen kann? Wir sind noch jemand, der könnte mitmachen, theoretisch. Aber ihr schafft es. Ihr holt hier oben was, das ist viel besser. Wir töten das männliche Mafflon. Oh, der Bayer hat 2 Weibchen. Es wäre besser, wir töten die Weibchen. Also eins zumindest. Dann können sie sich noch reproduzieren. Lasst euch ruhig Zeit, ne? Der Winter ist gleich vorbei. Ein neuer Mensch ist in der Siedlung beigetreten und das Ganze 3-mal. Cool, jo. Das heißt, wir brauchen noch ein neues Zelt. Demnächst. Alle kriegen es mit. Nur er nicht. Doch, er hat es mitbekommen. Oh, und es wird weiß. Ja, dann jagt halt ihn.
Vielleicht bekommt er es nicht mit. Männchen sind ja eh immer dümmer, ne? Sehr schön. Tot gleich. 2-mal Knochen. Also ist okay. Wir bauen noch eine Hütte. Setzen die hier noch so mit dran. Dafür müssten wir eigentlich alles da haben. Haben wir noch rohes Leder da? Das hatte ich hier ausgemacht. Ja, hier haben wir noch 2-mal Leder, das passt. Aber sonst, wir haben echt wenig Leder, wir müssen viel mehr jagen. 2 Knochen, 2-mal Leder, alles schick. Wir werden uns dann doch diesen Auerochsen holen müssen. Oder gibt es hier noch irgendwo Tiere? Es gibt halt echt wenig Tiere zurzeit bei uns in der Siedlung. Vielleicht wollen wir so viel jagen, verjagen wir die dann dadurch und die wissen halt, okay, da sind Menschen, die wollen uns töten. Halt mal lieber Abstand. Okay, hier haben wir 3-mal Fleisch, 9-mal Fleisch, 6-mal Fleisch. Das ist eigentlich genug. Hier kommt jetzt nochmal Fleisch an, das ist sehr schön. Ja, Kinder, ne, die können ja nicht viel tragen. Und sie nimmt einen Knochen, sie hätte mehr tragen können. Und er auch. Okay, das ist halt Arbeitsteilung, ne? Er holt dann jetzt den Rest. So, können wir schon wieder was forschen? Wir haben nur ein paar Punkte gemacht. Ah, ne, es fehlen noch 2. Haben jetzt noch ein Zelt. Die Siedlung wächst langsam. Und wir müssen jetzt diesen Auerochsen töten. Wenn ich ihn finde. Oh, das hat noch ein kleines Kälbchen. Ach, ich trau mich nicht. Wildschwein. Das können wir holen. Kein Kind. Kein Kind. Du mit. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Du noch schnell mit. Zack. Zack. Ah, okay. Das ging schnell. So, wer kann es von euch mal ausnehmen? Du kannst es ausnehmen. Oder macht das schon jemand? Macht schon jemand anscheinend. So, da haben wir noch einen Wildschwein getötet. Das heißt, wir bekommen wieder ein bisschen 2-mal Leder, 1 Knochen, 4-mal Fleisch. Mir geht es gar nicht um das Fleisch, ne? Ich brauche das Leder und die Knochen. Aber wir haben den ersten Winter überlebt. Es gibt einen Punkt dafür. Und hier wird fleißig gebaut. Ich würde sagen, die beten, aber die bauen. Das heißt, als ob sie beten würden. Hoch und runter. Temperaturen steigen wieder. Es ist Frühling. Aber da müssten wir jetzt noch was forschen können, oder? Ja. Jetzt machen wir mal das Kompositwerkzeug. So. Was brauchen wir denn dafür? Okay. Das und dieses, das ist ja okay. Ja. Was ist dann als nächstes? Eine Sichel. Schleuderbogen, okay. Also, die räume ich alle weg, brauche ich nicht mehr. Haben wir 5 Stück. Eine Steinaxt, okay. Für Holzfällerei und Kämpfe. Und hier eine Feuersteinhacke. Zum Abbau von Erzen machen wir auch mal 5 Stück. Und hier auch mal 5 Stück. 9 Hammer und 9 Leute, wir werden dann auf jeden Fall von jedem 9 haben müssen. Und diese Faustkerle können wir dann eigentlich, aber die können wir nicht weghauen, ne? Kann jetzt nicht sagen, hier schmeißt sie weg, oder? Nee, kann ich nicht. Also der wird so lange genommen, bis er kaputt ist. Oder halt für diese Arbeit nicht genutzt werden kann. Aber die Jachtsperre, die brauche ich schon. Also da brauche ich für jeden einen. Und da wird jetzt so fleißig gebaut. So, kann ich... Oh, ist das Slot frei? Ach, das liegt jetzt draußen. Ah, okay. So, den haben wir jetzt verwertet. Ah, okay, das geht also doch.
Wenn sie das Zeug ablegen, kann man das dann Feuerstein sperren. Da mache ich nichts mit, der ist wichtig. Hast du jetzt das dicke, fette Holzscheiter reingetan? Es hätten auch Stöcker getan. Das kann doch nicht machen. Den habe ich gekauft, der war teuer. So, wir machen mal Geschwindigkeit wieder ein bisschen höher. Und wir haben Sturm. Boah, ich sehe noch nichts, was mich jetzt beunruhigt, oder doch? Okay, es kommt Regen. Und Gewitter, okay. Ach du meine Güte, hier geht es jetzt ab. So, die baut schöne Feuersteinsperre. Das heißt, wir werden die mal recyceln. Gibt es halt gar nichts für, ne? Verwerte wieder. Aber nicht, dass der jetzt Holz oder so zurückbekommen hat. Ist einfach weg dann. Aber ist ja auch okay. Ich muss nicht immer was wiederbekommen. Oder kann ich ja jetzt dann Bäume fällen. Sehr gut. Alter. Und Steine knüppeln, ne? Noch besser. Ich schlage überall Blitze ein. Haben wir schon eine Holzfäller-Axt? Nee. Speere machen sie zur Zeit. 1, 2, 3, 4. Noch eine müsste fertig sein, ne? Aber brauche noch mehr Speere. Jagen, kämpfen. Ja, okay, das ist ein bisschen besser. Hier können wir Holz fällen. Hier können wir abbauen. Nicht besonders gut, aber okay. Können wir was Neues bauen? Nee, oder? Hier nicht. Nee, was Neues bauen können wir noch nicht. Den haben wir ja, diesen Totem. Geht auch kaputt. Zustand, ja, okay. Der Zustand geht auch kaputt. Dann muss das ja repariert werden. Oder wer repariert das denn? Keine Ahnung. Aber irgendwer wird es reparieren. Ich würde sagen, wir werden erstmal ein paar Bäume fällen. Wo wollen wir uns dann denn erweitern? Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung erstmal. Ja, der Baum ist weg. Und dann holt man ein paar Steine. Ich brauche Steine. Zack. Arbeitsgebiet erschöpft. Feuersteine holen. Okay, hier gibt es keine Feuersteine mehr. Aber wir können ja jetzt Feuersteine aus dem Berg holen. Die sind auch ziemlich weit weg, ne? Da wären welche. Wir beobachten jetzt erstmal. Ist der Baum jetzt schon gefällt? Geht es da schon los? Ein Faustkeil hat er noch dabei. Okay, der hat noch einen Faustkeil. Gibt es da noch nichts Besseres? Nee, anscheinend nicht. So, ich würde gerne sehen, wie er den Baum fällt. Hier ist doch noch Feuerstein. Kann man doch noch einsammeln. Das ist doch noch okay. Hier oben. Zack. Stöcker haben wir noch genug. So, fällt jetzt mal jemand den Baum? Ist denn 9 Leute da und niemand macht was, oder wie? Ja, die ist fleißig, ne? Die beiden, die knüppeln ja das Werkzeug raus. Da kennt ihr nichts. Zack, 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 zack. Hat jeder was davon? So, hier haben wir noch so einen Speer, den können wir wieder verwerten. Ein bisschen aufräumen, ne? Kommt der Ordnungsfimmel durch. Knochenspeer lasse ich noch. Bin ich ganz ehrlich, den lasse ich noch. Die habe ich erst gebaut, die Knochen haben wir mühsam erbeutet. Oh, oh, Nahrung. Also hier können wir eigentlich das Nahrungsinterface uns anzeigen lassen. Nahrung ist okay, 15 brauchen wir. 30 haben wir, das ist okay. Ein Strohschaubild, okay. Verteidigung, Geschwindigkeit, Tiere. Gruppierte Ressourcen, Ressourcen, das ist ja nur das. Was sind gruppierte Ressourcen? Es ist nur anders, gruppiert, okay. Naja, egal. Nichts bitte, danke. Ist noch gut.
ist noch gut. Ist auch noch gut, da brauche ich noch nichts zu holen, Neues. Denn es ist ja eh bald Sommer. Und vielleicht essen sie dann mal die Beeren, ne? So wie sieht's. Oh, jetzt fällt der Baum. Wir sind live dabei. Okay, das war's schon. Baum ist gefällt und es gibt dreimal Holz. Sehr schön. Und wie geht's hier voran? Ganz mühsam knüppelt er da das Stein weg. Und der Händler ist da. Sehr schön. Hülsenfrüchte. Okay. Tannin. Den kann ich ja dann selber bauen später. Stroh. Wert 1. Wert 2. Getrocknete Häute. Wert 5. Wert 1 nur, ey. Essen hat nur Wert 1. Das ist echt böse. Was ich denke, Wert 5? Warum steht dann auf immer 8? Hä? Wert 2 und hier steht Wert 1. Das verstehe ich nicht. Aber die heute nehme ich mir mal. Oder ist denn die ganze Nahrung weg, ey? Puh. So, Knochen behalte ich. Ich kann den Speer weggeben, den brauche ich nicht mehr. Da kann ich mir noch was anderes dazu kaufen. Nehme ich mir noch zwei Erbsen dazu und dann passt das. Haben wir schöne Hülsenfrüchte, die können wir schön wegsnacken und naschen nebenbei. Mal so eine Handvoll rohe Erbsen. Mag doch jeder. Hier fällen, wir brauchen Platz. Hier fällen, wir brauchen Platz. So, Tannin sammeln können wir nicht. Haben wir nämlich nicht erforscht. Müssen wir erst das Gerben erforschen. So, angeln. Ja, wir können wieder jemanden angeln lassen, theoretisch. Denn Fisch ist immer gut. Und eine Angel, die haben wir ja eigentlich. Knochenwerkzeug, ne? Eine Angel. Drei Stück haben wir. Einmal Knochen, zweimal Holzharpune. Das passt also. Hier haben wir fünfmal Feuerstein. Und die gibt es ja noch in Kupfer, Bronze. Also wir sind noch echt weit am Anfang. Feuersteinmesser. Aber das habe ich doch gar nicht. Das muss ich erst Steine schleifen. Benötigt Steine schleifen. Wo kriege ich das denn her? Da kriege ich Steine schleifen her. Okay, da muss ich erst ins mesolithische Zeitalter. Da brauche ich 15 15 Forschungspunkte. Puh. Da gehen noch ein paar Tage ins Land, würde ich sagen. So, er knüppelt fleißig. Oh, wir haben jetzt einen Stein. Das dauert jetzt dann echt lange. Wir können aber jetzt das Gebiet festlegen. Ja, Steine holen. Weil den holen dann nur einmal. Aber das sind ja auch alles Ressourcen, die sich verbrauchen, ne? Man muss dann echt irgendwann immer, immer weiter weg. So, ein Wissen dazu, nochmal ein Wissen dazu. Oh, jetzt haben wir ja gleich alles gerodet. 3, 6, 9, für 12 Leute haben wir Unterkünfte, das passt soweit. Hier ist auch noch nicht voll, wir passen in ein Slot rein. Hier kann Holz beinhalten, aber wie viel steht nicht da. Wir könnten noch mal eine Runde jagen gehen. Jagen ist immer gut. Denn Leder sieht schlecht aus, ne? Geht eigentlich, aber Kleidung kann ich noch zweimal bauen. Damit die dann noch alle, weil die Kleidung wird ja auch schlecht, ne? Die wird ja auch, ja, die geht auch kaputt. Geht zum Ufer. Geht zur Feuerstelle. Er kann halt nur bauen. Er hat kein Jagdwerkzeug. Er hat Jagdwerkzeug. Sie hat kein Jagdwerkzeug. Aber er. Er war angeln. Und er geht auch angeln. Und es wird all wieder warm, denn wir haben Sommer. Sehr schön. Das heißt, die ernten hier die Beeren wieder ab.
Spiel wird erstmal gespeichert automatisch, das ist auch immer gut. Wir werden jetzt hier hinten noch die Bären absammeln. Und gehen dann halt noch nicht jagen. Mal gucken mal, wann wir wieder Punkte kriegen. Brauche noch zwei Stöcke, da gibt es wieder einen Punkt. Einen Knochen gibt es noch einen Punkt. Ein Zelt bauen wir jetzt noch. Gibt es einen Punkt für. Wobei das mit den Punkten dann komisch ist, dann baut man einfach, obwohl man es gar nicht braucht. Weil man halt die Punkte haben will. Noch mal so eine extra, wie so eine extra Siedlung. Ja, eigentlich ist die ja noch nicht groß, ne? Eigentlich nicht. So. Was können wir noch bauen? Wir könnten noch Handwerksschuppen haben wir ja schon. Wir können noch eine Feuerstelle bauen. Wir bauen einfach mal und bauen wir zwei Steine. Ja, die haben wir ja jetzt, ne? Die können wir ja jetzt. Die werden hier fleißig abgeknüppelt. Für Megalith, da brauche ich dann erstmal den Megatholismus, okay. Die Lager füllen sich, das ist sehr schön. Hier haben wir noch Nahrung, es ist noch genug da. Theoretisch bräuchte ich noch nicht angeln, aber ich mache es trotzdem. Und da muss Bison, das Urzeitliche. Theoretisch müsste es auch Mammuts geben. Auf der Map davor gab es Mammuts. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann erstmal in der nächsten Folge wieder bei Dawn of the Man. Bis dahin, schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi, euer Rob.